Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play How to Fail in the Wildnis mit Zocker Andy. Und mit Miss Fortuna LP. Yay, und wir haben das letzte Mal nach der Tochter gesucht, die wir jetzt hier auf einem Baumstamm verkrepelt gefunden haben. Und die wir doch jetzt mal anquatschen. Müssen. Geht das? Ja, du drückst. Emily! Emily ist so ein typischer Mädchenname. Ich verschwinde und sterbe fast. Was ist denn da oder was? Wie, das war's? Ich habe jetzt einen Levelaufstieg. Ey, wir haben gespeichert! Wir haben gespeichert! Ich kann mich nicht bewegen, sonst falle ich runter. Komm, Andi, wir springen mal eine Runde auf den Baumstamm. Ja! Ja, hol sie mit deinem Bumerang runter! Nein, sei, um Emily zu retten. Hä? Moment, Emily, ich helfe dir! Er bumerangt dich runter! Moment. Gib mir eine Sekunde. Warte, ich hab eine Pop. Wo soll mir denn die Seiten herkriegen? Warte, ich hab eine Popgun. Oh nein, guck mal auf die Karte. Okay, warte. Hey, wollen die uns verarschen? Aber wir können doch gar nicht mehr so lange. Wir müssen doch schlafen. Ja, ja, genau, Emily. Wir können jetzt aber dir nicht helfen. Wir müssen pennen. Wenigstens haben wir mal zwischengespeichert, ey. Ich bin ja ganz. Leute, ich muss euch sagen, haben wir vergessen zu sagen, ich habe einen neuen Bogen. Der ist ja gar nicht schwul. Und ich hatte jetzt auch ein Level up. Warte mal ganz kurz. Ja, mach mal. Das nehme ich mir mal ganz kurz. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Ich nehme mal 25 Bonus-EP für jedes bei Nacht getötete Monster. Plus 25%. Oh. Oder ist es sinnvoller, wenn ich mache Fähigkeit Schild Booster herzustellen? Nee, das ist ja scheiße. Aber ich nehme mal die. Ach, ich will es nicht. Ich nehme mal die Erfahrung höher, wenn bei Nacht Monster erschossen werden. So. Jo. Wir können weiter. Bei dir ist es jetzt auch Nacht, ne? Wir müssen nach oben, da wo du hinrennst, genau. Warte, ich. Oh, die Kackviecher wieder. Entschuldigung. Ich bin gar nicht brutal. Nee, du bist liebevoll auf deine ganz besondere und eigene Art und Weise. Ja, natürlich. Es gibt viele Wege, um Zuneigung auszudrücken. Bei mir ist schon wieder hell. Was? Ja. Scheiße, bei mir nicht, ich sehe nix. Mach mal deine Taschenlampe wieder an. Moment. Ich halte währenddessen die Leute ab. Hilft dir? Ich habe ein Mos. Ja, es hilft auf jeden Fall. Was ist noch ein Mos? Ich habe ein Moskito auf dem rechten Ohr. Das ist nur Schrott. Warum ist hier so epische Musik? Was soll denn das? Was für epische Musik? Gerade eben im Hintergrund bei mir so. Ey, dann wisst ihr aber schon, dass hier irgendwo ein Endgegner ist, oder? Nicht schon wieder. Weil wir ja so viele hatten. Hör auf hier mit Endgegner und epischer Musik, Vater. Leave Britney alone! Leave Emily alone! Leave her alone! Leave Emily alone! Wow! Das ist ein Fall für meinen Bumerang! Bumerang, Fliegensieg! Macht des Mondes, verwandle ihn zurück! Was? Mondstein, Flieg und Sieg! Ach scheiße, stimmt! Woher war das nochmal? Das Sailor Moon! Oh, um Gottes Willen, das habe ich nie geguckt. Ach, unmöglich! Nee, aber das haben sie bei uns, meine Parallelklasse, die hat das auf dem Schulhof immer nachgespielt. Und der Knaller ist, die hatten auch einen Typ mit dabei. Ja, Tuxedo Mask. Genau, Ina musste ja den spielen, irgend so ein Opfer. Und der hat damit gespielt. Ja. Nein, fette. Mondstein! Wo? Jetzt hör auf mit so einem Dreck. Wir gucken Mondstein. Sowas Nein. nicht. Nein! Ich guck sowas. Ach so, Entschuldigung. Ich hab früher tatsächlich Dragon Ball Z geguckt. Irgendwie haben wir eine verkehrte Rolle. Ja, wir haben, du bist das Mädchen. Und ich bin die Frau, so. Weil ich gucke das ja jetzt nicht mehr. Entschuldige mal bitte, das ist Jahre her, dass ich das letzte Mal ein Anime geguckt habe. Und das war auch damals nur, das möchte ich jetzt zu meiner großen Ausrede sagen, nur aus ultra langer Weile am Nachmittag. Ja, das würde ich jetzt erzählen. Genau. Das glaubt dir kein Mensch. Hier, wir müssen hier hoch, wo es rot leuchtet, da ist bestimmt ein Bunker zum Pennen. Ja, wenn du die Fetten da oben begrüßt hast. Warte mal, ich guck mal kurz. Ja, hier ist ein Bunker. Ja. Ach du Scheiße, jetzt werde ich auch noch angeschattet. Von wem? Ach, von einem, anderen. Ja, von einem anderen. Von einem anderen. Mein Inventar ist voll.
Vor allem, der sieht, dass ich gerade... Ach, das... vor allen Dingen, das ist gerade Aufnahme, ne? Der schreibt, na Kleine, lang nichts mehr von dir gehört. Das ist offiziell peinlich. Ach, meine Güte. Moment. Ja? Moment. Also ich öffne das, wenn du sagst, dass die Gaudi losgeht. Da. So, und dann können wir wieder abspeichern. So, ich laufe nach da raus, ja? Nach da. Und ich soll da mit meinem Boomerang reinwusern? Ja, du boomerangst einfach rein. Okay, warte. Ach, da ist Gocki da drin, kann das sein? Mein Mondstein ist bereit. Jetzt ist mir kurz mal schlecht geworden. Mondstein, Flieg und Sieg! Verdammt, das hat nichts gebracht. Mit der Kraft der Bazooka! Von hinten, ihr Säuer. Hier kommen kleine Viecher. Töte sie. So, töte sie an. Verdammt, ich häng fest. Ich bin tot. Was? Ja, ich bin schon wieder tot. Ich hab's mal wieder geschafft. Oh Mann, ich muss dieses Steam-Scheiß ausmachen. Erinnere mich mal nach der nächsten Folge dran. Ja, ja. Da müssen wir mal kurz das Spiel unterbrechen. Ja! Belebst mich wieder und tötest mich gleich. Was ist das für eine Scheiße? Bitte schnell rein hier. Warte mal, hier liegt noch. Reingerannt. Hier ist das Seil. Ich hab das Seil. Munition für selbstgebaute Scheiße. Und Kettensäge mit geringer Leistung liegt hier. Oh! Kettensäge mit... Aha. Warte mal, ich schließe mal das Tor. Ja, und ich speichere. Wo kann man denn hier das Tor schließen? Warte. Wo rennst denn du hin? Ich hole mir noch das und das und das. Was ist... Was machst du da? Hier ist ein Motorradmotor! Was machst du da? Wieso rennst du einfach in die Dunkelheit? Sammel das ein! Ja, kurze Kette. Ist für die Kettensäge, wa? Ja. Motorradmotor... Inventar ist voll, da muss ich die Stöcker rausknallen. Ja, gib die, Jetzt hab ich sie fallen lassen. Hier kannst du dir abholen. Was hast du? Was sammelst du? Du sammelst auch die roten Pflanzen, ne? Die roten auch, ja. Gäben. Ach, hier, ich hab noch... Die weißen sammel ich, ne? Ich glaub schon. Warte, ich hab noch Pfeile für dich im Inventar. Gäben. Sammelst du Werkzeugkasten? Ja. Gut. Knochen nicht, ne? Knochen habe ich auch. Warte, die gebe ich dir. Ups. Na gut, dann nehme ich sie wieder. Brauchen wir die Gabeln? Ey, hier ist mehr. Hier kann ich mal die Angel probieren. Ja, dann tu dies. Kannst du das Ding noch nicht zusammenbauen? Unsere Motorradsäge. Benutzt du jetzt? Guck mal, ich angel. Wie geil. Ach du Scheiße. Hast du was gefangen? Ja. Frischer Seefisch. Ich guck mal, was der für... köstlich vor dem Essen abkochen. Oh, kannst du mich mal erschlagen und wieder beleben, bitte? Na klar, warte. Einen Moment. Na klar, kein Problem. Hast du biegsame Stöcke? Warte. Nee, den letzten habe ich ja für die Angel gebraucht. Warte. Ach, stimmt. Nee, hab keine. Gut, hast du... Lass deine Munition jetzt fallen. Du hast ja genug, sagst du, Mom. Ja. Gib sie mir. Du liegst hier rum. So, ich erschlage dich jetzt. Ja, erschlage mich bitte. Mach es kurz und schmerzlos. Aua. Ja, so, siehst du, hast nicht viel gebraucht. Geh weg. Okay. So. Ist hier eigentlich irgendwo ein Lagerfeuer? Ja. Ah ja, hier. Dann koche ich mal den Fisch. Ich auch. Also was anderes. Ich koche Pflanzen. So. Und jetzt haben wir einmal... Oh, Hunger plus 100% und Gesundheit plus 20. Schön die Augen mitessen, keine Sorge, sieht ja keiner. Geil. Oh, wie geil. Oh, nee. Altes Bootstau sollte lang genug sein, um mein kleines Mädchen zu retten. Und ihren Kuschelbären. Und ihren Kuschelbären steht hier. Wie scheiße ist das denn? Oh, es ist geil. Hast du jetzt die Tür zugemacht und lässt mich hier verrecken? Was? Nein, sonst würde ich niemals tun. Verdammt! Warum kannst du das aufmachen von außen?
Du musst essen! Du musst essen! Hier, warte, ich geb dir den Scheißefisch. Hier, warte. Ich hab schon gegessen. Ach so, okay. Hast du noch Platz? Du hast keinen Platz mehr, ne? Nee, gar nicht. Verdammt, ich wollte dir auch Essen geben. Hast du noch leere Flaschen im Inventar? Ja. Warte, dann gebe ich dir meine. Oder wie viele hast denn du? Ich habe 3 und ein Kanister. Ja, dann gib mir die 3 Flaschen. Ich habe noch 6. Oh Gott. Aber die sind alle. Aber die 3 Flaschen sind doch voll mit Wasser. Ach so, ich meine, ich habe auch gesagt leere Flaschen. Ach so, ja, nur habe ich nur eine. Dann gib mir die eine. Na, die habe ich dir schon gegeben. Ach so. Ja. Boah, so viel Scheiß. Was war das gerade? Hast du es gesehen? Nee. Das sah aus. Das sah aus, als ob deine so an meinen Typen rumgefummelt hätte. Ja, jetzt wird mir wieder sowas unterstellt hier, ja? Das ist ja unglaublich. Ein großer, starker Held. Nimm, nimm, nimm. Speicher nochmal ab. Ja, ich wollte gerade sagen, speicher am besten nochmal ab. Was brauchst du noch für die Kettensäge? Ach ja, stimmt, wir können ja mal gucken, wie wir die Kettensäge bauen. Ich habe auf alle Fälle eine Kette und so ein Motording. Waffen. Rostige. Was ist denn das hier? Ah, okay. Ach, man braucht Benzin. Und Werkzeugkasten und einen Griff. Was für ein Griff? Na, der aussieht wie so eine kleine Pistole, also diesen Harpunengriff oder so. Ach, schon wieder. Hm. Harpunengriff, dann ein Kanister mit Benzin. Und dann diesen Motor, den ich habe, die Kette, die ich habe und einen Werkzeugkasten. Boah, ist das scheiße. Ich hab sowas nicht. Nee. Soll ich noch mehr angeln? Wie du magst. Dann musst du mir aber mal was abnehmen. Dann gebe ich dir mal das Seil für das Mädel. So, hier, kannst du mal lesen, was da steht. Ihren Teddybären soll man retten. Ein altes Bootsteil sollte lange noch sein, um ein kleines Mädchen zu retten. Und ihren Kuschelbären. Nein, den lassen wir fallen. Dann angeln wir uns jetzt mal ganz schnell einen Haufen Zeug, damit wir, nee, jetzt habe ich nichts gekriegt. Oh, weil du hier stehst, du hast die Fische vertrieben, Mann. Na gut, dann halt im Dunkeln. Angeln im Meer. Nee, nee, hier liegt nichts. Naja, gut, ist ja auch egal, wir vertrödeln schon wieder zu viel Zeit. Das interessiert doch keine Sau, was wir hier machen. So. Wo ist denn mein Mauszerr da? So, dann gehen wir weiter in die Walachei. Wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal, ich guck mal kurz Karte. Nach rechts. Nee, nicht dahin. In die andere Richtung. Oben. Hier oben lang. Ich hab gesagt, hier oben lang. Das ist aber relativ wurscht. Na gut, ich komm dir daher. Nein, du stehst doch da vor einer Barrikade, oder? Nein. Ach, nicht? Das ist ein frei begehbarer Kreis. Ach so, sorry. Das hab ich nicht. Na, auch scheiße. Selbst auf nahester Entfernung können sie mir nichts anhaben. Weil du es einfach drauf hast. Der Andi ist der Beste. Hey. War da was? War da was? Nee, nur 80 Zombies. Und irgend so eine epische Musik, die du mir da erzählen willst. Hinter uns kommen die Untoten. Na, lauf mir doch nicht vor die Waffe, Mensch. Baloo, stirb. Ach, hier war ein Busch. Baloo ist ein Mythos. Bom, 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 bom. Baloo und seine Crew. Hab ich nie geguckt. Was? Du wirst immer komischer. Okay, hast du die Kickers geguckt? Ja, die Kickers, ja. Na, Gott sei Dank, ey. Warte mal, hier liegt was? Ein Holzstock brauchen wir nicht. Obwohl ich Fußball hasse. Die Kickers waren irgendwie geil. Weil ich drück 80.000 Mal auf Schießen und die lädt erstmal nach. Stundenlang braucht die, um nachzuladen, die blöde Kuh. Die blöde Kuh! So eine blöde Kuh! Bum, 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 bum. Vor allem, wir haben, unsere Kampfstrategie ist echt für den Arsch. Irgendwer steht immer von dem anderen, sodass der andere den volle Möhre anschießt. Du schießt mich an, ja, genau so sieht's aus. Ja, ich wollte es jetzt nicht so deutlich sagen. Mondstein, flieg und sieh! Wo schießt du denn hin?
Mein Scheu fliegt mit Sieg. Habe ich was getroffen? Na, dich selbst höchstens noch, ey. Au! Das war ich nicht. Ich ziel doch gar nicht auf dich. Aua, dein Bumerang hat mich getroffen. Bist du bescheuert, oder was? Ach stimmt, das ist ja die Pumpgun, ne? Nee. Ja. Na. Ist das die Pumpgun? Ja. Oh, Deswegen triffst du mich auch immer. Hör doch mal auf zu heulen. Hör auf damit. Hör auf damit. Ihr erlebt gerade offiziell einen Beziehungsstreit. Ja. dann stirb doch. Hör echt jetzt mal. Verreck in der Hölle. Lauf mir nicht immer vor das Bild. Wie soll ich denn hier mitkämpfen, professionell? Was? Ich hab dich schon wieder beschützt. Gut. Ja. Ich will Uschi nicht retten. Los, Uschi! Zeig uns deine Nähe. Was? Was? Hä? Ich weiß nicht, ich hab nichts gesagt. Ach, Emily heißt. Ich werde versuchen, erst zu fangen. Und dabei werde ich runterfallen. Nicht, dass wir die Olle jetzt beschützen müssen. Oh, wir speichern gerade. Oh, wieso speichern wir? Wir müssen die bestimmt. Ihr Teddy ist runtergefallen. Ach nee, die hatten noch. Halt den Teddy fest. Wasser sehen. Wie erkläre ich das nur ihrer Mutter? Die Nachricht wird sie umbringen, aber ich muss es ihr sagen. Ich kehre zu Carol zurück und bringe sie auf den neuesten Stand. Oh, geil. Ja. Oh, können wir das Seil wieder mitnehmen? Ich kann immer noch sprechen drücken. Ach nee, das ist bloß einfach, um zu beurteilen, die Klippe. Was? Ich muss dieser Frau sagen, dass ihr Kind tot ist, kaum vorzustellen, wie hart sie das treffen wird. So richtig hart. Was kriegen wir da eine Waffe? Oh, Feier! Warte mal, können wir hier vielleicht runterspringen einfach? Und dann sind wir ganz schnell da? Nee. Wie viel Zeit sind denn wir? Können wir hier... Wir sind jetzt bei 17 Minuten. Wir haben doch gerade gespeichert, ne? Ja. Können wir... Wollen wir mal probieren, ob wir hier runterspringen können? Das funktioniert vielleicht nicht. Ach, scheiße. Weil ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das Mädel irgendwie noch rausfischen. Vor allem, wie sagen musst du... Ach, naja, vielleicht verreckt sie. Deswegen musste ich jetzt so lachen. Entschuldigung, liebe Zuschauer, das war jetzt so zu geil. Wirklich. Oh, wollen wir die Folge hier beenden? Ja. Ja, dann bedanken wir bei uns, ne? Hä? Dann bedanken wir... Der Tod von Emily hat mich so mitgenommen. Nein, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.